Oh, ich habe Geschenke für euch. Geschenke? Nein! Wieso? Ich bringe doch immer was mit. Ich meinte, nein, nein, das wäre doch nicht nötig gewesen. Hey, ich hätte mal eine Frage. Wird Großmutters Besuch irgendwelche Auswirkungen auf meine Bequemlichkeit haben? Hilfe! Ich bin in der Garage eingeschlossen. Ich bin ohne Nahrung. Es soll bitte jemand bei Pizza Bark anrufen und eine Riesenpizza bestellen. Mit allem drauf, was es gibt. Ach so, ja richtig. Das heißt mit allem außer rote Beete. Bitte dazu sagen, keine rote Beete. Aber es ist doch nur für 3 Tage. Lange genug, um Geist und Gesundheit zu ruinieren. Meinst du nicht auch, dass du ein bisschen überdramatisierst? 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 Kate, hier drin ist nicht mal ein Fernseher. Wir können dir hier den kleinen Fernseher reinstellen. Die Schwarz-Weiß-Schachtel mit dem Briefmarkenschirm? Gut, ich klebe mir vor die Augen. Vielleicht, dass sie mich zu sehr geliebt hat und... Warum erzähle ich das? Kann ich nicht sagen, ich habe nicht zugehört. Alf. Er streikt. Alf, bitte geh zurück in die Garage. Meine Mutter ist immer noch da. Ich habe die Nase voll von der Garage. Und ich habe die Nase voll von deiner Mutter. Das hier ist mein Zuhause. Und ich vermisse mein Zuhause und das Badezimmer. Seit wann steckst du schon da unten? Nur die letzten paar Nächte. Jedenfalls, was deine Mutter angeht. Warst du auch schon Sonntag da? Nur keine Sorge. Ich schlafe wie ein Baby. Ich habe überhaupt nichts gehört. Hey, Kate. Sag mir doch mal, wo deine Auflaufformen stehen. Warum? Weil der Kater nicht in den Toaster passt. Ich habe dich gefragt, was wir mit Alf... Das Fett brennt, das Fett brennt! Alf! Oh nein, wie ist denn das passiert? Lass doch die Vorhänge. Lass mich. Hast du beim Rennen aufs falsche Pferd gesetzt? Wenn du die Wahrheit wissen willst, du bist der Grund, warum wir zu Hause bleiben. Moi? Oui, Monsieur. Pourquoi? Weil du von draußen kommst. Wir lassen das Französisch? Wir lassen es. No problemo.